Frau Präsidentin, sehr geehrter Herrn Bundesminister, werte Kolleginnen, liebe Damen und Herren an den Bildschirmgeräten und auch hier herinnen. Ja, Herr Bundesminister Stöger, Sie haben heute ja sich schon einmal zu Wort gemeldet für ein paar Minuten. Leider Gottes war Ihre Wortmeldung ungefähr vom Inhalt so gehaltvoll wie dieses Budget und wie eigentlich Ihre gesamte Arbeit, was den Arbeitsmarkt betrifft, in den letzten Monaten. In einer der ersten Reden hat der Kollege Muschwitsch, er ist jetzt gerade nicht da, gemeint, ich hätte im Ausschuss gesagt, es gibt eine gute Zusammenarbeit. Ich möchte es nur ein bisschen korrigieren. Ich habe es nicht im Ausschuss gesagt, das war bei der Armutskonferenz und es bezog sich auch nicht auf den derzeitigen Zustand im Sozialausschuss, sondern das waren schon noch zu Zeiten Ihres Vorgängers, des Herrn Sozialminister Hundsdorfers. Damals gab es noch so etwas wie eine Zusammenarbeit, wenn sie auch nicht immer ganz einfach war. Seit Sie Minister sind, Herr Bundesminister Stöger, muss man ehrlicherweise sagen, ist das alles noch viel, viel schlimmer geworden. Wir haben kaum noch Gesetzbeschlüsse, die wir überhaupt treffen. Und dann schaut man sich an dieses Budget. Und dann muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, Ihre Ambitionen sind ein Wahnsinn. Ich gebe Ihnen nur raus eine Kennzahl, die Arbeitslosenquote, die Sie beispielsweise möchten für die Männer. Da gibt es den Ist-Zustand im Jahr 2015, da hatten wir 9,8%. Das Ziel für 2016 war 9,9%. Und das Ziel für 2017 ist auch 9,9%. Also keinerlei Reduktion, sondern sie soll leicht ansteigen. Das bitte, Herr Minister, das ist doch kein Ziel, das Sie hier hergeben. Das ist doch nichts anderes als eine reine Verwaltung der Arbeitslosigkeit in diesem Land. Und wissen Sie, weil heute schon so viel der Tourismus und die Köche zitiert worden sind. Ich war einigermaßen erschüttert und entsetzt, als ich im Sommer gelesen habe, Sie möchten jetzt die Arbeitslosigkeit bekämpfen, indem Sie Kebab auf der Alm anbieten wollen, weil dann könnten wir die Asylberechtigten, die Köche sind, auch unterbringen. Zum einen dürfte es ja nicht geklappt haben, denn nicht umsonst gibt es immer noch 500 offene Kochstellen. Und zum anderen, Herr Bundesminister, wie genau stellen Sie sich denn das vor? Touristen, die bei uns auf die Almhütten gehen, die wollen dort kein Kebab essen, die wollen dort Kaiserschmarrn, Käsenocken oder sonstige almadäquate Kost. Das ist doch die Wahrheit. Das ist doch kein Ansatz, den Sie hier vertreten. Und das Einzige, was an diesem Satz nicht ganz unspannend war, war die Tatsache, dass Sie sich Gedanken machen über die arbeitslosen Asylberechtigten. Und es ist auch nicht ganz, kommt auch nicht ganz von ungefähr, dass Sie gerne den AMS-Chef Johannes Kopf loswerden wollen, wie Sie das ja auch schon mehrmals gesagt haben. Aber der hat nämlich etwas Gescheites gesagt. Der hat nämlich gesagt, wenn wir keine Flüchtlinge hätten, dann wäre die Arbeitslosenquote längst rückläufig. Und genau das ist ja das Problem und das ist das Pudelskern. Sie versuchen hier permanent unseren Arbeitsmarkt mit neuen Menschen hier anzustopfen. Und das funktioniert einfach nicht, weil er ja ohnehin schon angespannt ist. Und da können Sie jetzt 100-mal sich herstellen und sagen, wie großartig die Beschäftigungsquote nicht gewachsen ist. Ja, mag sein, dass sie gewachsen ist, aber Sie lassen sie nie dazu sagen, wie viele dieser neuen Jobs, die Sie haben, sind denn prekäre Arbeitsverhältnisse? Und wie viele dieser Personen, die in diesen neu geschaffenen Jobs sind, brauchen denn zusätzlich noch Mindestsicherung, um überhaupt überleben und über die Runden kommen zu können? Und jede Statistik in den letzten Monaten hat Ihnen ausgewiesen, dass immer weniger Menschen von dem, was sie verdienen, überhaupt leben können. Da müssen doch bei Ihnen als Arbeits- und Sozialminister die Alarmglocken schrillen. Was machen Sie? Sie geben ein Wirkungsziel vor, Sie wollen die Arbeitslosigkeit weiter verwalten. Sie bringen im Bereich Arbeitsmarkt nichts zusammen. Sozialminister, Mindestsicherung, Sie bringen im Bereich Soziales nichts zusammen. Sie sind kläglichst gescheitert, Herr Bundesminister. Durch Ihre Haltung, durch Ihre Art, dem Koalitionspartner hier auch noch ein Ultimatum zu stellen, da war Ihnen doch klar, dass sich niemand von Ihnen unter Druck setzen lassen wird. Selbst Ihre eigenen Genossen aus Salzburg, selbst Ihre eigenen Genossen wollen, dass die Mindestsicherung für die Asylberechtigten reduziert wird. Natürlich stimmt's, müssen Sie es nach. Also selbst Ihre eigenen Leute. Und was machen Sie? Sie stellen sich hin, träumen weiter von einer Welt, die so nicht funktionieren kann. Und anstatt, Herr Bundesminister, dass Sie hergehen, dass Sie sich mit dem Koalitionspartner zusammensetzen, dass Sie verhandeln, dass Sie mit den Ländern, mit den Landeshauptleuten verhandeln, dass Sie den Problemen auch einmal ins Gesicht schauen, dass Sie sich nämlich einmal auch überlegen, wo sind denn hier die Probleme, warum kommt es denn hier zu Engpässen, warum können es die Länder bald nicht mehr leisten. Stattdessen setzen Sie sich auf einen Justament-Standpunkt, das muss so gehen, wie ich immer gesagt habe, weil ich bin ich. Das ist Ihr Problem und das ist auch das Problem, dass in Ihrem Ressort nichts weitergeht, weder im Arbeitsmarkt
Arbeitsmarktbereich noch im Sozialbereich, meine Damen und Herren. Und Herr Bundesminister, und weil Sie sich jetzt schon so, bei Ihnen ist es halt immer so, Sie stellen sich dann immer hin und erklären, was Sie nicht alles geschafft haben und was Sie nicht alles geleistet haben. Und Sie sind ja auch nicht wirklich zugänglich für irgendwelche Kritikpunkte. Das ist ja genau auch ein Grund, warum wahrscheinlich die Mindestsicherungsverhandlungen gescheitert sind. Herr Minister, wir haben hier in diesem Land ein Problem. Wir haben einen enorm hohen Niedriglohnsektor. Wir haben heute gehört, dass Köche unter 1.300 Euro netto verdienen. Und gleichzeitig weigern Sie sich, bei der Mindestsicherung Kürzungen reinzuholen. Bitte, das kann doch nicht zusammenpassen. Sie können doch nicht glauben, dass Menschen, die arbeiten gehen, das Gleiche bekommen sollen wie jene, die nicht arbeiten gehen. Und ein Wort noch. Und weil mir das auch noch wichtig ist, ein Wort zur Ausgleichszulage. Ja, es stimmt, Sie haben die Lösung. Na, die Lösung wäre ganz einfach, Herr Kollege Steinhauser. Die Lösung ist, haben ja zwei Bundesländer vorgezeichnet, das will ich das nicht als Ideallösung bezeichnen. Aber es kann nicht sein, dass Menschen, die noch nie in dieses System einbezahlt haben, hierher kommen und hier die Mindestsicherung bekommen und damit nahezu gleich viel, wenn nicht mehr bekommen, als solche Menschen, die hier jeden Tag 40 Stunden und länger arbeiten. Das ist die Ungerechtigkeit und das verstehen die Menschen nicht und das gehört abgestellt. Es ist doch nicht erklärbar, irgendjemanden, der als Koch hier 40 Stunden und länger arbeitet, der kein Wochenende hat, der keine Feiertage hat. Diesen Menschen ist es nicht zumutbar, dass sie mit ihren Steuergeldern Wirtschaftsflüchtlinge finanzieren, die sie so gerne ins Land holen. Das ist nicht gerecht und da gehört angesetzt. Da gehört angesetzt, Herr Minister, und das wäre Ihre Aufgabe als Sozialminister, das anzusetzen und nicht sich irgendwo einzuigeln und irgendwelche ideologischen Scheuklappen aufzulegen und zu sagen, so muss es sein und so will ich es. Das ist der falsche Weg. Und wenn Sie sich nicht anfangen zu bewegen, dann sehe ich schwarz. Dann sehe ich nämlich vor allem schwarz für den Arbeitsmarkt. Und wenn unsere Arbeitslosenquote weiter so steigt und es steht zu befürchten, nämlich alle Experten warnen davor, dass die Arbeitslosigkeit die nächsten Jahre weiter ansteigt, dann werden Sie gar nicht anders umhinkommen. Dann sind nämlich unsere Steuertöpfe leer. Dann werden Sie gar keine Sozialversicherungen mehr leisten können, weil wir haben ja jetzt schon das Problem, dass wir zuschießen müssen auf die Arbeitslosengelder, weil das gar nicht mehr leistbar ist von jenen, die im Arbeitsprozess stehen. Und weil Ihre sogenannten neuen Jobs, wo Sie so viele neue Arbeitskräfte hinuntergebracht haben, ja nicht Jobs sind, die jetzt sehr viele Einnahmen bringen, weil es eben Billiglohnsektoren sind, weil es prekäre Verhältnisse sind und weil da keine Steuer- und auch keine Sozialeinnahmen sprudeln. Ein durchaus heftiger Angriff von Dagmar Belakovic-Jenewein gegen Sozialminister Stöger wegen der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Als nächster kommt Johann